Nach einer jahrelangen Hoss sind die Börsen weltweit in den Korrekturmodus geschwenkt. Die Wall Street hat gerade den schlechtesten Dezember seit 1931 erlebt und daher sind viele Anleger verunsichert und suchen nach Orientierung. Fragen dazu jetzt an Vermögensverwalter Armin Glogger, ist Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Herr Glogger, kann dann aus der Korrektur zum Jahresende nun ein echter Abwärtstrend erwachsen? Nein, also wir sind da ganz anderer Meinung. Wir haben das in unserem Investmentprozess analysiert und sind zum Ergebnis gekommen, dass diese Korrektur, welche im Dezember stattgefunden haben, für uns eine trendbestätigende Korrektur war. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Gewinne an den Börsen erwirtschaftet. Jetzt hat es mal ein bisschen oder 20% korrigiert, was für uns auch okay war. Aus fundamentaler Gesichtspunkten müssen wir feststellen, dass die Unternehmen sehr viel Geld verdienen, viele Gewinne erwirtschaften und das ist ein sehr, sehr gutes Fundament für die Aktienmärkte. Woran orientieren Sie sich denn als Profi in diesen unruhigen Phasen, wie wir sie zuletzt erlebt haben? Was ist da Ihr Anker oder Ihr Leitbild? Ja, unser Anker ist besteht aus zwei Punkten. Einmal die Qualität der Unternehmen, das heißt, dass die Verschuldung der Unternehmen gering ist, dass ein Cashflow übrig bleibt am Ende des Jahres, eine Dividende gezahlt wird. Und der zweite Punkt ist, dass wir ein tägliches Management haben. Das heißt, jeden Tag die Marktsituation analysieren, die Gegebenheiten mit einfließen in unseren Investmentprozess. Und deswegen waren wir da auch relativ entspannt und ruhig im letzten Quartal. Entscheidend sind für viele Anleger ja auch die Aktienbewertungen. Wie sieht es hier aktuell aus? Ja, durch die Korrektur jetzt im Dezember sind die Aktienbewertungen nach unten gegangen. Das heißt letztendlich, Aktien sind billiger geworden. Wir finden Unternehmen mit einer hervorragenden Bilanz mittlerweile 20-30% günstiger. Wenn man ein Auto 20-30% billiger bekommt, dann kauft man das Auto sofort. Aber eine Aktie nicht. Für uns sind das im Gegenteil eher Kauftage. Wo sehen Sie denn jetzt vor diesem Hintergrund die aktuell besten Investitionschancen? Ja, also wie vorhin schon kurz erwähnt, wir suchen eigentlich die Unternehmen, die 20-30% günstiger sind und die eine gute Bilanz haben. Ohne das können wir nicht investieren und da haben wir unser Hauptaugenmerk nach wie vor darauf. Wo steht denn jetzt Deutschland? Da möchte ich gerne nochmal speziell auf die deutschen Aktienunternehmen nachhaken wollen. Wo steht Deutschland da im weltweiten Vergleich? Denn viele Unternehmen waren ja viele Jahre bärenstark, aber mein Eindruck ist, nicht zuletzt auch durch Regulierung und durch aktuelle Trendthemen wie Dieselskandal etc. pp. Wirken sie eher angeschlagen. Ist dieser Vorsprung mittlerweile aufgebraucht? Ja, das ist schon richtig, dass wir in den letzten Jahren auf globaler Ebene bärenstark waren. Ich würde sagen, mittlerweile sind wir nur noch gut und das hängt eben mit der Regulierung und der Politik auch zusammen. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die viele Unternehmen belastet. Wir haben Regulierungen auf allen Ebenen, sei es jetzt im Dieselbereich, in der Lebensmittelbranche. Das belastet Unternehmen und die Politik sollte da letztendlich mehr für die Unternehmen tun und sich vielleicht nicht um Nebenkriegsschauplätze zu kümmern. Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch. Armin Glogger war das, Vermögensverwalter und Geschäftsführer bei Glogger und Partner hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Alles Gute für Sie. Danke.